Mittwochmorgen noch, halb neun vorbei. Ich bin in Mannheim. Ich habe hier gerade Arm vom KMC abgeladen. Jetzt fahre ich rüber ins Traktorwerk. Steht ein 926 kompakt, der mit den Gummipads. Und den lade ich jetzt. Ich weiß allerdings noch nicht, wo der hingeht. Und bin natürlich vor lauter Telefonieren und so bin ich natürlich einmal falsch abgebogen, aber ist nicht so tragisch. Fahren wir halt 2 Minuten länger. Ja, ich bin halt alt. In dem Werk werde ich wieder nicht filmen. Ja, es ist. Wie immer habe ich nicht gefragt, ja, und ich weiß nicht, wenn ich da einfach irgendwas zeige, ob ich das dann. Ich gehe mal davon aus, ich darf es nicht. Immer davon ausgehen, ich darf es nicht, und dann ärgert man sich umso mehr, wenn es dann heißt, ey, du hättest können, Alter, du hättest können oder dürfen filmen. Dürfen, ihr wisst schon, was ich meine. Ich höre auf zu versuchen, Deutsch zu sprechen. Na, das war schon wieder so ein Satz. Egal. Werde ich jetzt noch hinfahren, bin in 3-4 Minuten da. Vielleicht auch 7-8. Und ja, werde mich dann halt wieder melden, wenn ich rausfahre aus dem Berg. Und 26 geladen mit einem Sortiergreifer und Löffel dabei. Aber das nehme ich alle, was heißt aber, das nehme ich alles mit nach Hause. Wieder immer um den Kreisel rum und fahre dann da vorne rechts ab. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich da hinkomme. Ich will da jetzt gar nicht lang fahren. Ich fahre einmal ums Karree, fahre dann hier vorne wieder quasi unter mir den Tunnel durch. So, hier die Ausfahrt ist immer ein bisschen. Na, passt, okay. Passt. Mag zwar umständlich aussehen, ja, aber es ist definitiv für mich der einfachste Weg. Wie gesagt, ich bin da früher, aber wirklich schon Jahre her, bin ich hier mal durchgefahren. Weißt, dass ich dann irgendwann hinter Neckarau könnte ich auch auf die A6 fahren. Weißt du, genaue Streckenverlauf nicht mehr. Das würde gehen, ja, aber ich fahre jetzt diesen Weg hier. Mal gucken, vorhin herzu, es waren im Tunnel beide Spuren auf. Ich weiß nicht, ob das wochenweise geht so, ich habe keine Ahnung. Einmal ist linke Seite offen, einmal ist die rechte Seite offen. Jetzt waren heute, wie gesagt, wieder beide Richtungen offen. Thank you.
Also müsste ich auch hier, muss ich jetzt hart rechts rummelden. Ne? Ich kann hier. Oh, das Eck hier steht aber weit, weit vor. Alter, keine Sekunde Zeit. Keine Sekunde Zeit, echt. Genau. Oh, gibt eine kleine Plane in der Runge. Geht gleich nach Worms rüber, das Möbelhaus, das wir wegreisen, da wo auch die beiden Kotbagger hinkommen. Da geht der jetzt auch hin. Talentfreisten dahin fahren. Alter, hör auf, versuche Deutsch zu labern. Du kannst es eh nicht. So, ich hab grad was gegessen. Und getrunken. Durchgestrichen, ne? Fahren wir da hin rum. Wird schon schief gehen. Weiß halt auch nicht, ob ich von hier, ob ich von dieser Seite jetzt noch davor komme. Sonst muss ich halt nochmal eine Ehrenrunde drehen. Hier wird im Navi noch nicht drin sein. Steht A61, ne? A61, komm, da fahre ich die einfach mal. Normalerweise wäre ich jetzt gerade ausgefahren, die nächste rechts. A61 Monsheim. Versuch macht klug. Versuch macht klug. Super. Alter, ist doch nicht euer Ernst, oder? Vorne stehen überall Schilder. Ist alles gesperrt. Das kann doch nicht sein. Alter, ist doch nicht normal, oder? Wie komme ich da? Wie komme ich da hin?
Ich glaube, ich drehe wieder. Ich drehe wieder. Alter, das ist doch geil, oder? Klosterstraße. Ich weiß halt nicht, wo ich da vorne hinkomme. Ich drehe wieder. Alles gut. Stelle Schuch frei. Hätte ich da keine doch fahren. Kann ich jetzt von der anderen Seite nicht mehr herkommen. Katastrophe. Doch, da fahren doch Autos. Durch muss irgendwo mit dem 69. Gesperrt. Ja, hoffentlich komme ich da durch noch. Ach, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, echt. Also Verkehrsschild, Verkehrsführung. Das Gute ist, dahin haben wir mal eine Schule weggerissen. Ich weiß, wie ich zu fahren habe. Die Verkehrszeichen wirklich top. Also ohne Worte. Ohne Worte. Nirgendwo stand doch da ein Schild oder so, oder? Oder bin ich einfach nur doof? Wahrscheinlich bin ich einfach nur doof. Hier ist der hier durch Worms. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Wie gesagt, dahin haben wir mal eine Schule weggerissen oder ein Teil von einer Schule, ist noch gar nicht so lange her. Da kommt gleich ein großer Wendeplatz. Ich hoffe, dass der frei ist. Ich hoffe, dass der frei ist. Da steht ein Bus, okay. Ah, ich könnte weglaufen. Echt. Könnt weglaufen, echt. Stehen überall Autos, ne? Eieieiei. Hoffentlich komme ich da rum. Sollte passen.
geht so. Echt nicht mehr normal. Ja, ihr habt's auch schön. Ihr habt's noch schön. Ihr fahrt durch Worms, ja. Katastrophe. Wenn ich mal früher angemacht hätte, ne, da hätte ich gesehen, dass das hier gespeit ist. Nee, guck. Warum kann ich nicht? Das ist ja überall gesperrt. Das ist schon die neue Wegstrecke ist schon drin. Ich wäre wirklich besser außen rumgefahren. Wahrscheinlich bin ich einfach nur doof. Da steht wieder B47 Monsheim, ne? Da will ich doch hin. Ich wirklich doof? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich einfach wieder nur doof. Du fährst darüber, du willst bestimmt. Okay. Ich fahre jetzt nochmal so rum. Ja. Ich finde ich ja meinen Fehler.
nicht hier durchfahren, dann nee, ne? So komme ich auch nicht durch, ne? Ach, hier das Schild habe ich nicht gesehen, okay. A61 geradeaus. Das habe ich nicht gesehen. Hier durch kommt gar nicht mehr. Alter, hier ist ja eine einzige Baustelle hier. Eine einzige Baustelle. Vorne links fahren und dann komme ich ja, so halbwegs weiß ich, wo ich bin. Wahrscheinlich muss ich hier links fahren jetzt, ne? Mit der Ampel da vorne. Da war die ganze Zeit LKW gesperrt. Hier war die ganze Zeit, ich hätte können vorhin im Kreisel einfach Kerzen gerade durchfahren, dann wäre ich hier von rechts gekommen. Ja. So rumfahren, dass ich dann jetzt quasi von der anderen Seite von der Ampel, die da vorne kommt, so wie ich dann reingefahren. So war mein Plan, aber ja. Jetzt könnte ich links fahren, dann an der nächsten Ampel rechts, ne? Aber ich fahre jetzt hier geradeaus weiter. Und biege jetzt hier vorne rechts ab. Mein Plan, dass ich jetzt von hier links halt quasi hochkomme. Aber. Ja. Okay, ich geb's zu, meine Doofheit. Ganz allein meine Doofheit. Vielleicht werde ich doch langsam zu alt für den Kram. Lange Folge. Gibt eine lange Folge.
Der kommt so, so breit Bücher, aber nicht Meister. Mein lieber Mann hier. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Vorne im Kreisel gleich wieder die erste rechts raus. Nächste Kreisel wieder die erste rechts raus und dann gucken, wie die Autos parken. Komme ich da rum? Nicht rüberfahren lassen. Was eine Odyssee. So, also hier vorne ist ja noch alles gut. Ach, dahin ist alles zugeparkt. Das meine ich. Da ums Eck da vorne rum ist alles zugeparkt. Beide Seiten. Den Halteverbotsschilder. Ja, komm her. Komm her, da rein. Hey. Oder so. Alter, ich weiß nicht, wie kann man so parken? Guckt euch doch den. Guckt euch doch mal den. Also. So saublöde Menschen auf der Welt. Eigentlich müsst ihr direkt einen Abschleppdienst rufen. Direkt wegziehen. Direkt. Sorry, das ärgert mich sowas. Ach, das könnte ich. Ich müsste einfach durchfahren. Einfach durchziehen. Alles gut, da hinten der. Kann ich da hinten rumfahren? Kann ich da hinten rumfahren oder muss ich hier runter? Nö!
Geht. Okay. Gut. Weiß auch nicht, warum unsere Firma hier das nicht einfach von Anfang an macht. Weil wieder 20 Euro gespart werden wollen. Müssen. Weiß der Geier was, was liegt denn hier? Einfach von Anfang an die Scheiße sperren und alles ist gut. Sorry, ich bin gerade ein bisschen erregt. Ach nee. Also bin ich im Hof, werde jetzt einen Radbagger laden, den fahre ich hoch nach Sembach auf unseren Lagerplatz. Da ist ja die Schulung, die Abbruchbaggerfahrer 1 oder wie die heißt. Fahre ich den Radbagger hoch und dann komme ich her, hänge meinen Dolly an, bringe das in die Werkstatt, dann tausche mir noch das Ventil aus. Ich denke, das ja, wird es dann auch schon gewesen sein für heute. Ich werde mich ein bisschen beeilen, dass der Bagger, dass der Bagger nicht nass wird. Ja. dass ich nicht nass werde. Das sieht aus, als käme irgendwie Regen. Wobei, wie stehen unsere Fahne? Wo steht eine Radbagger? Wo steht eine Radbagger dahinter? Die Fahne stehen in die Richtung. Ne? Von dahinter kommt hell. Also sollte gut gehen. Auf jeden Fall lade ich den Radbagger jetzt. Ich weiß nicht, ob ich einen Löffel dran machen soll oder nicht.
Hallo am Donnerstagmorgen. Hab mein Dolly wieder abgehängt. Das steht in der Werkstatt. Jetzt hänge ich mir meinen Vierachser wieder dran. Beziehungsweise Schwanenhals habe ich noch hinten dran hängen. Jetzt hänge ich wieder an, das Tiefbett. Und dann fahre ich runter nach Bingen und hol mal unseren Cut, der 336. Der steht da schon, weiß nicht wie lange. Ist fertig, den kann ich abholen. Er geht auch hierher nach Hause. Geh mal davon aus, dass der nicht, so wie ich, dass der nicht ganz sauber ist. Dann kommt wieder der Satz, ja, den habe ich ja nicht dreckig gemacht. So, muss kurz raus. Oder reicht so, ich weiß es nicht. Könnte auch so reichen. Gang reinmacht, klappt's auch, ne? Knetkopf. Noch zu hoch. So, Hydraulik ist an. So, das ist für die Hinterachse. Das hier brauche ich normal nicht zu öffnen. Jetzt kann ich wieder einen von den beiden Hebeln hier drücken. Und dann hebt er vorne hoch. Diese beiden sind für die Stützen und diese beiden sind für hinter die Hinterachsen. Der da ist für die Bolzen. Nun mache ich den hier auf und mit dem kleinen, den drücke ich einfach hoch und dann fahren die Bolzen raus. So. Der ist für die Lenkung Hinterachsen, der ist für die Lenkung Dolly. Brauchen wir nicht. Jetzt bauen wir Druck auf. Drücke ich diese beiden und ziehe den Hebel nach unten und jetzt habe ich hier meinen Lenkdruck. So. Was ich jetzt noch brauche, ist Licht und Luft.
Bremse nicht zu, roll da weiter. Ne? Okay. Knetkopf. Die Bremse nicht zugemacht. So, jetzt haben wir Licht, laufen noch kurz aus rum. Das hier hat mal wieder einen Wackeler. Und am Samstag mal dran gehen. Das ist ein MG-Licht. Manchmal geht's. So, Reifen, sieht alles gut aus. Schiene muss ich noch ein bisschen hochheben. Auf 1,10 Meter etwa. Wenn das jetzt nur 1,09 Meter ist oder so, ist auch nicht tragisch. Ja, genau 110. Na, der beste Meter für sowas. Beste Zollstock, immer 1,13 Meter. Mal ein bisschen runter wieder. So. Ja, dann rollen wir los. Dieser hier ist für die rechte Seite. Wenn ich ziehe, geht er runter. Wenn ich drücke, geht er hoch. Logischerweise. So, vorne der Hals könnte passen. Kommt ein bisschen hoch vor. Habe ich Fahrstellung? Nee, habe ich keine, siehst du. Das sieht, glaube ich, trotzdem gut aus. So, Lenkdruck haben wir. Lenkung geöffnet und so sieht es dann aus, wenn kein Dolly dran ist. Bleiben diese beiden offen. Diese beiden bleiben offen, dass das Öl hier durch diese Leitungen von den beiden Zylindern laufen kann. Das halt während dem Fahren, dass der Hals halt nicht starr ist. So, gut. Haben wir alles. Ja. Hier ist alles dran. Abfahrt. Die Bagger ist natürlich nicht sauber. Aber nichts anderes erwartet. Weil mehrere Baggerfahrer und ja, ich habe ihn ja nicht dreckig gemacht. So, ich glaube, ich werde hier später noch ein bisschen aufziehen müssen. Er ist nicht so arg dreckig, aber wenn ich da ein bisschen drüber kehre, also es geht noch. Alles noch halbwegs im grünen Bereich. So, haben wir natürlich genau hier ein Haufwerk hingemacht, ne? Wo ich immer gedreht habe.
Knatter kann ich hier. Es wird reichen müssen. Es wird reichen müssen. Sorry, ich muss das mal filmen. Thank you.
So, Alter, hier drin gehockt. Mal Platz machen für die Schmale. Sorry. Ich hab's gefunden, sorry. Also, du gibst hier einen Code ein und dann drückst du einfach nur den Startknopf. Dann läuft das Ding. Oder aufwärmen brauchen wir nicht. So lange fahren wir nicht. Alles, was jetzt abfällt, habe ich später nicht auf dem Tieflader hängen. In der Hoffnung, dass ein bisschen Dreck aus dem Fahrwerk fällt. Wechsle, Achtung, es piepst gleich und den dann. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, man hat es gesehen. Na, das war jetzt nicht Sinn der Sache.
So. Das war einmal das. Der Löffel nicht so groß wäre, könnte ich den dran lassen. So, jetzt da mal kurz raus. Das Fahrwerk schrubben. Alles runter. Es geht. Absolut. Los. Ab und zu mal stöhnen hört. Es hat keinen perversen Hintergrund. Sind da die Schläuche zu lang gemacht dahin? Ne, ich glaube, den kann ich so hinlegen. Was ist denn jetzt los? Den kann ich so hinlegen. Die Kette wieder wegtun, ne? Ah, Skandal. Augenblick. Die gehen wir mal gleich weg. Dann haben wir das auch schon. So, das hier machen wir da drin. Hier ist ein Schmiernippel dran, ne? Aber das sollte normal. Mal gucken, ob das reicht.
Okay, ich weiß jetzt nicht, warum er piepst. Normal piepst er nur so, wenn der Schnellwechsler offen ist. Schmiernippel, sieht noch gut aus. Gut. Yes. So, Ketten dran, sauber und dann geht's Richtung Heimat. Ich habe die Zündung ausgemacht, muss doch. Normal müsste die eigentlich aus sein. Oder geht die gleich aus? Motorstart abgelehnt. Ja. Müssen wir gehen? Ja, das weiß ich. Naja, ich mach die Kette dran. So, jetzt ist er aus. Gut. Das sind die dicken Ketten. Nur mal so zum Vergleich. Wenn ich es rauskriege. Zehn Tonnen. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, 10 Tonnen, 16 Tonnen. Selbe hier, 10, 16. Immer das. Das dicke Geschmeide heute. Dementsprechend wiegen die auch. So. Wieder auf die Kette gelegt. Mal gucken. Nee. Gut. Einmal. Ist ein blöder Draht wie du bist. Zweimal. Mal gucken, dass ich die Schraube hier rauskriege. So, mach wieder mein 3-Punkt-System. Einmal, zweimal. Irgendwer hupt. So. Irgendwer hupt ein bisschen mehr als sonst.
Wie gesagt, sorry, wenn er mich ab und zu stöhnen hört. Meine Rotznase läuft auch ohne Ende. So. Mal hier noch einen Klotz drunter. Gut. Das war der Löffel. Wie gesagt, das mache ich immer so. Bisher ging es immer gut. Irgendwann wird immer das erste Mal sein, ne? Ich weiß. So. Runterturnen. Da haben wir alles weg.